Gute Frage, und die Frage habe ich in Vorbereitung auf den Termin von heute unseren Mitarbeitern gestellt, weil schlussendlich tragen die die Deklaration ja mit nach außen. Und ich hab ganz differenzierte Meinungen gehört. Viele kennen es, manche kennen es gar nicht mehr, das ist in Vergessenheit geraten. Ne? Bei vielen ist es präsent. Also es ist sehr ambivalent, also es ist eine große Bandbreite da zu dem, wie es eingeflossen ist. Aber so richtig verändert in dem Bezug hat sich in der Arbeit für uns jetzt erstmal nichts. Wir haben was an der Hand, mit dem wir arbeiten können, wenn wir die Bauherren informieren. Aber die Themen, die da drinstehen, hat uns ja schon länger beschäftigt. Insofern, die Arbeit an sich hat sich dadurch jetzt nicht groß verändert für uns. Ja, lustig ist erstmal, wer legt es denn den Bauherrn vor? Ne? Und da habe ich natürlich auch die Rückmeldung gekriegt, sag mal, das ist doch was, mit dem kann ich als projektleitender Architekt eigentlich gar nicht ankommen. Das musst du dann schon machen. So, dann liegt es wieder bei mir auf dem Tisch. Und ich versuche das aber mit in die Arbeit, in der Projektarbeit einzubringen. Und jetzt kommt genau dieses Thema, wenn da was auf dem Tisch liegt als Papier, dann ist es ein bisschen mehr konkreter als nur ein Gespräch darüber. Und viele Bauherren sagen, oh Backe, lass mich da mit dem in Ruhe. Es kommt vielleicht später, oder ich habe jetzt eigentlich gar nicht die Muße, die Zeit, und im Endeffekt, das Thema ist bei mir noch gar nicht so präsent, dass ich mich jetzt und hier zu sowas äußere. Und ich würde nicht sagen, dass das Papier das falsche Medium ist, aber für viele ist es wie, ich würde mal sagen, ein Handyvertrag abschließen. Ja? Aber so ist es ja gar nicht gedacht. Aber für viele ist, da liegt was da, liegt ein Papier da, man muss bei dem einen oder anderen Punkt einen Haken machen. Für viele ist das schon Verpflichtung. Zu viel Verpflichtung, sage ich mal. Na, ich bin der Meinung, es braucht sowas. Wir diskutieren ja heute, ob die Form die richtige ist und ob man da noch nachjustieren kann und wo das richtig verortet ist. Ne? Also wir sehen es ja jetzt erstmal als zu Beginn eines Projektes, dass man die Themen mit den Bauern diskutiert. Vielleicht müsste es noch viel früher präsent sein und in unserer Wahrnehmung präsent sein. Aber ja, richtig, man braucht was, wo man zumindest mal den Einstieg findet in eine Diskussion über diese Themen. Wo sich Sinn entwickelt. Ich glaube, es ist zumindest mal gut, dass man einen Einstieg darüber findet. Ich bin nicht ganz sicher, ob das dient, um dann automatisch eine Zertifizierung reinzuholen. Ich glaube, das ist für uns als Architekten erstmal fast schon irrelevant. Wir müssen eine Grundlage schaffen oder irgendwas in den Händen haben, wo wir den Einstieg finden in die Diskussion mit den Bauherren, dass wir sie sensibilisieren, uns aber auch gleichzeitig sensibilisieren für gewisse Themen. Dass da so ein Konsens, oder Konsens ist das eine, aber dass da so ein offener Dialog stattfindet über diese Themen. So, und jetzt sind wir in der Zertifizierung. Wenn es in eine Zertifizierung nachher rein mündet, dann ist auch okay. Aber die Grundlage müssen wir erstmal schaffen über eine gemeinsame Diskussion über diese Themen. Und darüber müssen wir die richtigen Themen finden. Und dahin muss sich's entwickeln. Und ich glaube, es gibt viele, viele Punkte in der Deklaration, die wir nochmal auf den Prüfstand stellen müssen. Sind die richtig? Sind die zu sperrig? Und da brauchen wir das Feedback, auch wir brauchen das Feedback, und da gucken wir, wo wir weiterkommen.